ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch das Knallköpfe Überraschungspaket 2024-2025 im Unboxing und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schneiden das gute Stück mal auf. So, da haben wir das Ganze auch schon offen. Und als erstes haben wir natürlich Verpackungsmaterial, aber wir sehen auch schon sehr schöne Artikel. Und zwar fangen wir hier mal an mit der Yellow Parade aus der Crown Collection von Bröckhoff. Müsste das sein? Genau, das seht ihr hier. Die Yellow Parade oder das Yellow Parade, das müsste ein römisches Licht sein. Genauso wie Kobold Killer oder wie die heißen, gibt es ja auch von Pyroland. Ja, es sind auf jeden Fall richtig, richtig schöne Teile. Wir haben ordentlich was an Schuss. 175 Schuss haben die in Gelb, was ja auch eine wirklich, ja, gar nicht mal so häufig genutzte Farbe ist im Feuerwerk, wie ich finde. Also wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier als nächstes, jeder kennt sie wahrscheinlich, die Bang and Scream Raketen von Nico Feuerwerk. Gibt es ja auch unter dem Namen Phantoms and Ghosts im Lidl. Jetzt haben wir sie hier unter dem Namen Bang and Scream. Die habe ich sogar auch noch, aber es sind echt top Raketen, solange sie nicht zu tief am Boden zerlegen. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber. So, dann haben wir hier einen kleinen Anhänger von Nico Feuerwerk. Schadet ja auch nie, wer weiß, wofür man den man gut gebrauchen kann. Dann haben wir hier den Kristallfeuerregen von Pyroland, müsste das sein. Ja, genau, von Botmann Pyrotechnik, von Pyroland ist das. In der Ausführung Medium haben wir es hier. Ich hatte das ja auch schon mal in der ganz großen Ausführung. Das war auch wirklich sehr, sehr top. Also damit macht man auf jeden Fall auch definitiv nichts falsch. Es ist eine richtig schöne, ja, wie so eine Art, ich würde mal sagen, Goldregen. Also wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier als nächstes die Jumbo Crackling Balls von Pyro Century. Sind drei XXL Crackling Bälle, kennt ja mittlerweile auch jeder die Teile. Also die sind wirklich immer wieder gut, egal von welcher Marke eigentlich. Dann haben wir hier auch ein Klassiker mittlerweile, die Mosquitos von Leslie. Ist ein sehr schöner Artikel, immer wieder mit dabei, die machen echt Spaß, die Teile. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Dann haben wir hier, welche sind das? Von Funke. Die China-Böller C hatte ich tatsächlich noch nie gehabt. Bin ich auf jeden Fall daher umso gespannter darüber, wie die so sein werden. Hier seht ihr mal die, ja, Daten dazu. Haben 12 Gramm NEM, 2 Gramm pro Stück. Ist auf jeden Fall nicht wenig. Bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich wie gewohnt Funke-Qualität wirklich gut. Dann haben wir die Titanium Thunder Fountain von, wahrscheinlich ist die auch von Bröckhoff, denke ich mal. Mal schauen. Die ist auch von Bröckhoff, genau. Sind 4 Fontänen anscheinend. Die hatte ich tatsächlich noch nie gehabt. Müssten aber, glaube ich, mit Crackling sein. Ich meine, ich hatte die in meinem Video gesehen. Bin ich auf jeden Fall auch mal sehr gespannt drauf. So, hier haben wir noch Verpackungsmaterial. Dann geht es weiter mit einem kleinen Verbund. Und zwar dem Headhunter von Magnum aus der Wicked-Serie. Da fragt man sich vielleicht, wieso ist das ein Verbund? Aber ja, der hat tatsächlich nur 40 Schuss, aber eine NEM von 1 Kilo, 1000 Gramm. Und wie man weiß, ab 500 Gramm, beziehungsweise alles darüber, ist keine normale Batterie mehr. Deshalb zählt der hier schon als Verbund. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Laut Videos soll der wirklich sehr schön sein. Dann haben wir hier ein Spektral-Bengal. Das ist ebenfalls von Pyroland, ein Bengalfeuer. Auch immer mal schön so für zwischendurch. Nimmt man auf jeden Fall gerne mal mit. Dann haben wir hier als nächstes die Böller von Volksfeuerwerk. Hier unten sieht man es nochmal. Auch sozusagen von Pyroland.
Da sind 40 Stück in der Packung, sind wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, eher wie gute D-Böller. Bin ich aber auch mal auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Hier hinten seht ihr es nochmal, 120 Gramm NEM, was 3 Gramm pro Böller entspricht, was natürlich wirklich an sich echt nicht wenig ist. Ich glaube, ein normaler D-Böller hat 1,5 Gramm oder so. Also dann werden die wohl schon auf jeden Fall was können. So, dann haben wir hier das Monda-Sortiment von Pyro Century. Das sind 6 16-Schuss-Batterien. Ich werde euch die auch mal eben aufmachen. Wir haben hier eine NEM von 720 Gramm auf die 6 Batterien verteilt. Und ich öffne jetzt hier mal kurz das Paket, damit wir uns die mal von innen anschauen können. Sehen wahrscheinlich alle recht ähnlich aus. So ein bisschen wie das Magnum 6 vom letzten Jahr. Die waren ja auch echt top. Haben wir hier einmal die Monda B. Dann haben wir Monda E. Und dann haben wir natürlich noch Monda A und so weiter. Also A, B, C, D, E und F müssen wir hier haben. Das, ja, die sehen alle am Ende gleich aus. Also das Design ist immer identisch. Nur dass ein anderer Buchstabe draufsteht. Aber bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt auf so eine Batteriesets. Ja, die können meistens wirklich was. Zum offiziellen Preis kostet das, glaube ich, 50 Euro oder 40, irgendwie so um den Dreh. Von daher bin ich mal sehr gespannt. Dann haben wir hier was richtig, richtig Schönes. Und zwar von Nico aus der Profiline die B36477. Eine richtig schöne Batterie, davon habe ich auch schon das Video gesehen, meine ich. Die sind wirklich top aus der Profiserie von Nico. Also da macht man definitiv nichts mit falsch. Haben hier auch ein echt anständiges Kaliber. So, wenn es aufbleiben würde, sieht man hier vielleicht so ein bisschen. Auf jeden Fall haben wir hier 25er und 30er Kaliber. Also die soll wohl sehr vielversprechend sein. Bin ich mal sehr gespannt ebenfalls drauf. Und dann bleibt nur noch ein Artikel übrig. Und zwar ist das hier ein Verbund, die Nappert von Iskra. Ein richtig schöner Fächerverbund, wie so eine XXL-Fächerbatterie, kann man schon fast sagen. Wir haben hier 54 Schuss. Ich glaube, geschossen, ich weiß gar nicht, in 4 Salven oder so. 4, 5 Salven müssten das sein. Kann noch mal reingucken. Und da haben wir auch eine NEM von fast einem Kilo. Ah, ne, es sind sogar tatsächlich 6 Salven. Auf jeden Fall haben wir hier eine NEM von fast einem Kilo. Und ja, die haben Salutschläge zwischendrin gemischt mit schönen Effekten. Also das ist wirklich ein Top-Teil. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen. Bin ich sehr gespannt drauf und auch echt Wahnsinn, dass sowas hier in einem Überraschungspaket drin ist. Also hat sich das wirklich bezahlt gemacht. Daher würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zur Gesamtübersicht. So, jetzt seht ihr hier nochmal die Gesamtübersicht von dem Knallkörper-Ü-Paket. Wir haben hier einmal die Bang & Scream Raketen von Nico, dann die Titanium Thunder Fountains von Brölkopf, die Funke China Böller C, dann die Jumbo Crackling Balls von Pyro Century, die Moskitos von Leslie, Böllerverbot von Volksfeuerwerk, den Headhunter Verbund von Magnum, dann hier den richtig fetten Verbund, die Nappert von Iskra. Yellow Parade von Brölkopf, dann hier von Bona Pyrotechnik von Pyroland, Kristallfeuerregen in der Ausführung Medium, ein Spektral Bengal ebenfalls von Pyroland, dann die Nico B36477 aus der Hightech Batterieserie oder Profiline von ja, Nico Feuerwerk und noch ja, das Monda Batteriesortiment ebenfalls von Pyro Century. Also wie ich finde, eine wirklich sehr gelungene Mischung. Wir haben hier von allem etwas dabei und dies ja halt natürlich auch durch den etwas höheren Preis, aber auch wirklich richtig, richtig dicke Sachen, richtig schöne Cakes hier mit dabei. Ja, die man sonst auch teilweise gar nicht aus dem Schirm so direkt hat, aber die wirklich, wirklich gut sind. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. I just wanted